Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead Space. Na gut, dann wollen wir mal weitermachen. Wir haben ja quasi Aufgabe bekommen. Ich hoffe, der Shop kommt bald. Wo ich ein bisschen was loswerden. Was ist das? Ich kann es in meinem Kopf spüren. Wir kommen näher, Isaac. Der Marker weiß, dass du hier bist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die Zeit reif ist, wirst du es wissen. Okay. Aber nur, wenn die Zeit reif ist. Das hört sich nicht gut an. Okay. Böse Babys. War sowas von klar, wenn ich da durchkomme. Mist. Scheinbar muss ich diese Laser umgehen, damit ich auf die andere Seite komme. Das wird ja ein Spaß. Mhm. Na komm, ums Eck. Damit ich euch alle in die Luft sprengen kann. Aber wie soll ich diese Laser umgehen? Okay, langsamer kann ich sie nicht machen. Oh, das ist schon wieder so ein Running-Ding, was ich überhaupt nicht mag. Ich dachte, ich mag es überhaupt nicht. Es reicht nicht, wenn ich denn hier gleich nochmal angegriffen werde. Böse Viecher. Okay, ich werde glaube ich doch eher das Sturmgewehr nehmen. Ich fühle mich mit dem Ding einfach am sichersten. Jetzt geht aber selbst das 25er Inventar langsam voll. So, bis zum nächsten Punkt. Und let's go. Lauf, 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 lauf. Okay. Soweit, so gut. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, nichts, was ich brauchen könnte. Okay. Einmal rennen ist es noch. Und lauf, 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 lauf. Vergiss es. Der wollte nochmal auf Tuchfühlung gehen. Nee, der hat nichts drin. Ach, da drüben gelassen. Okay. Gut. Jetzt kann ich auch hoffentlich wieder das Sucher nehmen. Das sieht ja gut aus. Marker Laser Online. Ich werde mal kurz hier mich bedienen. Und ich kriege nochmal ordentlich Stase. Nicht gut. Das ist jetzt aber die Frage, warum kann ich hier... Oder da. Ah. Okay.
Ja, auch nochmal runterziehen. Okay. Dann wollen wir mal. Oh, ich hoffe, ich finde bald einen Shop, ey. Wir haben schon wieder zweimal Schwachsinn mit dabei. Und auch ein paar Items zu verkaufen. Hi, Mensch. Ja, da würde ich auch so rumschreiben wie du. Können sie ja schon wieder nicht überall herkommen. Aber wurscht. Datenüberwachungsraum, okay. Irgendeiner lebt doch bestimmt noch, oder? Nee. Der auch nicht. Der lebt auch nicht. Das nehme ich mir mit. Kinnerhöps Forschungslog 43546. Wir hatten Erfolg. Die Markerschicht hat gehalten. Es ist eine vollständige physische Darstellung der heuristischen Algorithmen von Patient 4 und zwar ohne Rückschläge. Die tatsächliche Konstruktion beginnt morgen. Heute Abend wird gefeiert. Ich hoffe nur, dass ich nicht inmitten der Party einen Blackout habe. Aus irgendeinem Grund habe ich Angst davor. Okay. So, hier haben wir noch mehr Munition. Ich krieg so viel Munition gerade hier. Okay. Nein, der Shop ist nicht aktiv. Oh Mann. Na gut. Komm ich noch? Ja, ich komme noch an Speichern ran. Gerade so. Dann speichern wir hier nochmal drüber. Okay. Ich höre noch mehr. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Aha. Na gut. Wechseln. Ne, ich wusste es. Du brauchst dich gar nicht so schnell hier rumbewegen. Na, noch einer. So, haben wir sie jetzt alle, oder? Ich hoffe mal. Das hat jetzt gut ein bisschen Munition gekostet.
Nehmen wir mal die verlässliche Pistole. Sicher ist sicher. Okay. Hier sollen wir eigentlich rein. Okay, Inventar ist jetzt voll. Hier ist schon wieder irgendwo ein Baby. Ja. Ist sogar ziemlich voll. Okay, hier kann ich nochmal nachladen. Hier kann ich auch nochmal nachladen. Okay. Ein Brennstoff. Na gut, den einen Brennstoff, den kann ich hoffentlich verschmerzen. Oh Mann. Ich hoffe, ich finde nochmal einen Shop. Ich fackel ich doch einfach ab. Okay. Von hinten ist unfair. Okay. Konnte ich nochmal gut was mitnehmen? Ich brauche unbedingt den Shop. Das sieht nicht gut aus. Okay. So, Kopf und Beine weg. Komm, lad nach. So. Na, möchte noch jemand? Okay, es wollte tatsächlich noch jemand. Ja, mein Inventar ist halt übelst voll. Ich kann schon gar nichts mehr mitnehmen. Okay, das schmeißen wir mal kurz weg. Krieg ich das da nicht? Jetzt kriege ich die Credits raus. Das bräuchte ich. Oh, 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 oh. Ziemlich viel Munition. Nochmal Credits. Nochmal Credits. So, ich glaube, das da unten werde ich wohl wahrscheinlich eher brauchen. Aber bis jetzt sollten wir ja sowieso nur durchrennen hier. Und, geht's runter? Sieht nämlich ganz danach aus. Okay. Ah, ich traue hier keinen einzigen Gang. Forschungslog 43549. Zu Beginn der gestrigen Nacht hatte ich wieder einen Blackout. Als ich heute Morgen aufwachte, starrte ich auf eine winzige, aber vollständige Version des Markers in einem der Kristallschichtbecken. Ich höre ihn noch immer in meinem Kopf wie ein nachhallendes Lied. Ich weiß, dass die Demenz immer wirken, aber das hier ist etwas ganz anderes. Irgendwas ist ganz schrecklich schiefgelaufen.
Ja, irgendwas ist ganz schrecklich schief gelaufen, wie immer. So, Geld nehmen wir mit. Ich kann halt echt nichts mehr aufnehmen. Ich schmeiß das hier mal ab. Nimm lieber die hier mit. Weil es wenigstens Munition, die ich benutzen kann. Okay, kurz beiseite packen. Geld nehme ich mit. Der hatte doch seine Schwachstellen auf der Schulter, oder nicht? Na komm schon. Klappt doch. Ja, kommt noch so ein Vieh? Nein? Okay. Den nehme ich aber gerne mit. Ah, jetzt ist das Inventar wieder voll. Der Halbleiter hat halt alles geriegelt. Und dann machen wir das Ding mal auf hier. Nein, hier haben wir ihn. Pfui. Da haben wir ihn. Komm schon, der letzte noch. Da ist er. Ne? Okay. Gut. Kurz Muni-Check. Ist voll, ist voll. Gut. Okay. Verdammt, zu spät gesehen. Hä? Warum erwische ich die nicht? Okay, ich glaube, die darf ich gar nicht erwischen. Na gut. Dann heißt es, da reingehen. Ich will nicht. Okay, hier haben wir noch eine Speicherstation und... Oh, endlich ein Shop. Und noch ein Textlog und eine Workbench. Oh Gott. Na gut. Private Kommunikation von Vorarbeiter. Tightman, enttäuscht von der Evakuierungsscheidung. Rechnen Sie bitte mit bitteren Konsequenzen. Das war alles. Okay. So, hier haben wir nur noch Speicher, ansonsten nur die Workbench. Dann gehen wir jetzt einmal kurz... erst verkaufen. Wir haben doch ein bisschen too much viel drinne. So, zwei davon werde ich behalten. Die anderen haue ich jetzt mal weg. Die kann ich sowieso überhaupt nicht benutzen. So, die kleinen nehme ich komplett raus aus dem Spiel. Und dann würde ich sagen, behalte ich vier Live-Dinger. Ja, das dürfte passen. So, dann holen wir uns jetzt erstmal hier komplett Knoten ohne Ende. Ach, Knoten konnten wir uns jetzt leisten. Lebensmittel, nee. Ich würde mal lieber nochmal für Sturmgewehr den Rest Munition aufkaufen. So, haben wir hier noch was im Lager? Nee. Nur unsere alten Anzüge. Okay, das heißt, wir haben auch noch sehr, 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 sehr viele Knoten. Ah! Habe ich vorher gar nicht gesehen. Kennerfeld, Forschungslog 43553.
Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, wenn wir sie je hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf den Minimarker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf Aegis 7 hatten recht. Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ich muss gehen. Mein Supervisor flüstert dem Sicherheitsmann etwas zu. Aber nicht, dass du paranoid... Ja, paranoid wird er ja nicht. Das ist ja eigentlich, ne? Na gut. Rüsten wir jetzt noch mal ein bisschen was auf. Wir könnten jetzt mal gucken, ob wir den Rick... Ja, komm. Den gönne ich jetzt den letzten Punkt TP noch. Das heißt, wir sind jetzt maximale TP. Ich könnte noch Luft und Co. reinmachen, aber ich würde jetzt hier noch mal in die Pistole den letzten Kapazität reinhauen. Hier noch nachladen und Tempo reinkloppen. Und im Earth-Grow-Gewehr, da mussten wir immer noch einen springen. Hatte ich nicht noch irgendwo einen frei, wo ich sowieso hingehen konnte? Bestimmt beim Flammenwerfer. Ja, hier, nachladen. So, alle Knoten sind soweit weg. Ja, Stase, Auflade. Ja, hätte ich auch machen können. Na gut, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber wurscht. Wir haben jetzt maximale TP. Das heißt, einen größeren Rig gibt's nicht. Hoffe ich mal. So, dann einmal noch neu speichern. Und bevor wir jetzt durch diese wunderschöne Tür da vorne gehen, lade ich nochmal alle Waffen nach und würde sagen, wir machen nochmal in dieser wunderschönen, ruhige einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.